Hallo und herzlich willkommen bei So geht's. Heute geht es um diese Leuchte. Der Neonjung dürfte sie schon kennen, und zwar vom Schulhaus. Und zwar wurde dort jetzt Renovationen angefangen. Und die war in der Mulde zum Wegwerfen. Ich habe zwar nur die gefunden, es wären noch 4 oder so. Ich habe nur die leider gefunden. Dafür noch eine andere Leuchte, die zeige ich morgen oder übermorgen. Ja, und heute geht es um die hier und ich habe halt gefragt, ob ich die bekommen darf oder haben dürfte. Hier hinten sieht man das Ganze. Man könnte denken, es sei Kunststoff, aber fehl am Platz. Alles Aluminium, alles. Hier, das, ich zeig's mal. Das hier, Verkleidung, Aluminium. Unten, Aluminium. Glas. Das bedeutet, die hat ist von sehr, sehr hoher Qualität. Die wären neu auch über 500 Euro. Sind von Bega. Ich öffne sie jetzt mal. Sie hat halt da und die hier mal ein paar Schrammen. Hier jetzt ein bisschen. Und hier oben. Mehr hat sie aber auch nicht. Und zwar wurden die halt in die Mulde geworfen. Ein Wunder, dass die Birne noch heil ist. Die war nämlich drin. Jo. Und hier öffne ich auch mal. Sind 2 Schrauben. Und jetzt kommt das Geniale an der nachher. Die schließe ich auch direkt an. Aber, na, geht's ein bisschen schlecht. Hier, die 2 Schrauben, die darf ich niemals verlieren. Jetzt kann man das hier wegnehmen. Aus Aluminium. Hier, die Haube kann ich nicht so wegnehmen. Die muss ich aufdrehen. Ach, meine. Und zwar hat die noch einen kleinen Schönheitsfehler, möchte ich behaupten. Überall ist das Ding hier gut, außer die ist ein kleiner Bruch. Das hält die jetzt nicht ab, dass sie schlechter hält. Sie hält genauso gut. Tue ich jetzt an einem Ort, wo die Haube nicht kaputt geht. Und zwar ist hier eine G24D2 mit 18 Watt drin. Haut euch das mal rein. Eine G24 Birne. Und dann noch eine seltene, so wie es der Mr. Lumilux gesagt hat, sollte es sogar eine eher seltene sein. Eine Osram Deluxe D18 Watt made in USA. Also, wie geil ist das denn? Und die aus der USA wurden so gebaut, das habe ich recherchiert, dass sie unten ein Loch haben. In der Mitte, damit man den Starter sieht. Bei der, die ist schon relativ alt, man sieht leider den Starter nicht mehr. Die ist neutral weiß. Leider sieht man den Starter halt nicht mehr. Und dann sieht man hier das kleine, aber feine VG. So, gegen meine Hand. Meine alten kleinen VG sind noch viel, viel größer als das hier. Das ist wirklich ein Witz für 18 Watt. Ja, und zwar made in Austria von Tridonic. Also so ziemlich die beste Marke, die man bekommt. Hier die Fassung, wie gewohnt. Das hier weiß ich nicht. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass man hier noch eine zweite Fassung hintun könnte. War halt bei der Leuchte nicht so. Hier Bega. Made in Germany. Code. Und dann hier der Artikel. Hier steht drauf, hier drinnen ist noch irgendwo ein kleiner Zettel, wo drauf steht, welchen Querschnitt man braucht zum Weiterverkabeln. Steht aber hier teilweise auch schon drauf.
Durchgangsverdrahtung ist nur mit einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm zulässig. Das steht jetzt nur hier drauf. Hinten steht noch drauf, dass das wegen der Hochspannung zu tun hat, die das VG produziert. Und jetzt schließe ich das Ganze an. Von hinten müssen wir mit dem Kabel durch. Also wirklich, das ist das größte Glück für mich, dass ich die bekommen habe. Der Neonjung hat noch gesagt, das wäre so cool, wenn du die bekommen würdest. Ja, Grüße gerne auch raus an ihn, auch an den Technikexperten und Grüße gerne auch noch raus an den Mr. Lumilux. Ja. Und zwar wird die dann so richtig einfach angeschlossen. Natürlich bei solchen Leuchten aus Vollaluminium immer den Schutzleiter anschließen. Ich mache das jetzt nicht, aber ich schließe es kurz an. So, alles angeschlossen. Neutralleiter habe ich jetzt nicht angeschlossen. Sollte die aber unbedingt. Die Leuchte hat einen IP-Schutzwert von IP55. Also schon relativ dicht hier, die Birne. Ich möchte die ehrlich gesagt nicht zu viel anmachen, weil die von sehr hoher Qualität ist. Die Birne, also der Kolben, man hört das, wirklich massivstes Glas ist hier verwendet worden. Richtig geil. Ich hoffe, die haltet auch noch lange. Dann tun wir die mal in die Fassung rein. Tun die Haube drauf, mach jetzt schnell kurz. Ich pausiere das Video nicht, weil das war unnötig. Und tue dieses Teil hier drauf, dieses hier. Aber ich schreibe es jetzt nicht an, weil das wäre dann nun mal wieder Zeitverschwendung. Und ich zünde sie im Dunkeln oder im Hellen? Im Hellen mal. Wie geil ist das dann, bitteschön. Ich mache es jetzt im Dunkeln. Also niemand kann mir sagen, dass die scheiße ist. Das ist die geilste Leuchte, die ich je besitzt habe. Also wirklich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die habe ich im Internet für so viel Geld gesehen. Da ist es ein Wunder, dass ich die bekommen habe. Und dann. Man sieht halt, wie gesagt, den Starter nicht. Sie ist auch schon relativ gebraucht, die Osram. Ich möchte die auch nicht kaputt machen, wenn die schon so selten sind, diese Made in USA. Logischerweise wird halt bei uns eher Made in China verkauft und nicht Made in USA. Und das VG, über das kann man ja gar nicht meckern. Made in Austria. Ja, gut. Dann baue ich die nochmals kurz zusammen. So, jetzt starte ich sie zum letzten Mal. Ich habe sie jetzt so hingestellt. Was ich noch dazu sagen möchte, diesen Ring kann man ja einzeln wegnehmen. Da kann man vom Bega einfach nur einen normalen Ring kaufen, ohne diese Schiene hier. Oder diesen Ring mit einer Halbabdeckung, dass hier alles dieses Aluminiumdruckguss ist und unten offen. Also das kann man alles machen. Ich zünde sie, also starte sie. Ja, das war's über meine Bega mit einer G24D2 18 Watt mit einer seltenen Osram Made in USA. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!